Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Wir lassen den Montag ausklingen. Herzlich willkommen bei Anwurf, das Handballmagazin, eure Handballsendung eures Vertrauens. Jeden Montag hier auf Sprungwurf TV, alles Wichtige zum Amateurhandball in Schleswig-Holstein und Hamburg. Heute mit der orangenen Front sozusagen aus Mönckeberg-Schönkirchen, also die SH-Liga der Damen, heute unser großes Thema. Wollen wir drüber sprechen mit Janne Plön und mit Trine Hinrichs. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. 6:2 Punkte zum Saisonstart. Ganz kurz vorweg, wie zufrieden seid ihr mit dem Reinkommen in die neue Spielzeit? Auf jeden Fall sehr zufrieden, würde ich sagen. Also wir hatten ja auch direkt schwere Gegner mit Lauenburg, Dreier und auch das Derby gegen Wellingdorf. War auf jeden Fall echt schon mal ein harter Start, aber das haben wir ja gut gepackt. Über Preetz müssen wir ja nicht unbedingt reden, aber das war ein kleiner Ausrutscher. Nein, aber auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir werden das gleich alles bündeln, euren Saisonstart. Gab ja noch einen Trainerwechsel, also viel passiert in Mönckeberg-Schönkirchen. Wir werden gucken, was eigentlich an der Theorie dran ist, dass die Männer von Mösche und die Damen von Mösche immer im Gleichtakt eigentlich laufen. Wenn die einen gewinnen, gewinnen die anderen. Wenn die einen verlieren, verlieren die anderen. Das ist mir so in den Statistiken aufgefallen. Da reden wir auch drüber. Also komplett und dann über die Hamburg-Liga, weil die hat am kommenden Wochenende kein Spiel frei. Da geht's richtig zur Sache. Wir starten aber mit der A-Jugend des THW Kiel. Die hat nämlich einen neuen Torwarttrainer. Der heißt Dorian, den habe ich im letzten Jahr schon einmal besucht. Da hat er mir so ein bisschen, ich mag es gar nicht sagen, ein bisschen so Torwarttraining gegeben. Es war eigentlich ziemlich peinlich, muss man mal sagen. Aber es hat mir damals großen Spaß gemacht und ein Jahr später habe ich mir gedacht, was macht Dorian eigentlich? Und er hat mich zum Training zur A-Jugend eingeladen. Und so sieht das aus. Vom zu Besuch bei der A-Jugend des THW Kiel. Moin zusammen, hallo und herzlich willkommen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Vor gut einem Jahr habe ich von diesem Herrn hier exklusives Torwarttraining bekommen. Das sah so aus. Dorian Wagner, also mein Talent hat sich in Grenzen gehalten. Hallo Dorian, ein Jahr danach. Ich wollte mal schauen, wo du bist und du bist beim THW Kiel. Was machst du hier? Ja, ich bin seit April bin ich hier Torwarttrainer von der U16 bis zur U19. Und ja, das ist eine auf jeden Fall sehr reizvolle Aufgabe, die ich jetzt machen darf. Zumindest talentiertere Burschen im Tor als vor einem Jahr bei unserem Torwarttraining. Der Weg von Dorian ist spannend. In der Welt des Torwarttrainings ist er schon lange kein Unbekannter mehr. Bundesweit schnuppert er bei Bundesligisten rein, hospitiert bei den ganz Großen und hält sogar Vorträge. Dabei führte der Weg dann zum THW über eine Zugfahrt. Ja, und dann habe ich einen Anruf bekommen von Pitti, als ich im Zug nach Dortmund saß und eigentlich ja, auf einen Anruf vom Zahnarzt gewartet habe mit einer Weisheitszahn-OP. Und dann war aber Pitti Petersen dran. Genau, dann war Pitti dran und ja, das war auf jeden Fall ganz cool, dass Pitti da angerufen hat. Und was sagte er? Ich brauch dich? Ja, wir haben uns erstmal auf einen Kaffee getroffen und haben uns dann entschlossen, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten wollen und wir da auf jeden Fall ein Torwartprojekt in die Hand nehmen wollen. Dieses Projekt verzahnt die Torhüter der Jugendteams. Die B-Jugend wird an die A-Jugend-Bundesliga geführt, die A-Junioren wiederum auf ein höheres Niveau gebracht. Die Idee erklärt Pitti Petersen. Hat ja immer so diese Floskeln, dass Torhüter halt Spieler auch entscheiden können und deswegen wollen wir da mehr arbeiten. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und habe Dorian kennengelernt, gefragt, ob er damit einsteigt, dass wir halt von unten heraus einfach mehr mit den Torhütern tun. Ein Torhüter ist nicht dafür da, dass er im Training steht und die Feldspieler aufs Tor werfen ihren Zeit, sondern ein Torhüter ist dafür da, dass man, wenn er schon so entscheidend ist, dass er auch ein spezielles Training bekommt und das muss dann entweder auf einem Tor sein oder am Seitenstreifen und so wollen wir jetzt einfach mit unseren Torhütern Gas geben und irgendwann dann den ersten Kieler Jugendtorhüter auch vielleicht neben im Moment Landin und Herrn Wolf dann einfach auch ein Original Kieler irgendwann da sehen. Wen sehen wir hier jetzt hinten im Tor? Was sehen wir heute? Da ist Björn Lange. Ist ein Eigengewächs hier von THW, der schon länger hier spielt und auf jeden Fall ein relativ kleiner Torhüter, der aber eine extrem gute Athletik hat und auch schon eine richtig ausgeprägte Sprungtechnik.
Bei dem Training, bei dem ich diesmal zuschaue, geht es auch um Wahrnehmung. Es kommt eine Stroboskopbrille zum Einsatz. Sie soll die Reaktionszeit der Torhüter verbessern. So soll man dann im Spiel die Räume besser und schneller wahrnehmen. Torhüter Lukas, neu vom AMTV Hamburg, bekommt eine Gewichtsweste, um die Sprungtechnik zu verbessern. Viele unterschiedliche Ideen zeichnen das Training von Dorian aus. Was aber sagen die Torhüter über ihn? Also ist auf jeden Fall was Besonderes. Also er ist zwar noch ein sehr junger Trainer und alles, aber trotzdem schon massig Erfahrung alles. Also er hat schon A-Lizenz vom DRB und alles, also ist schon eine geile Sau. Dadurch, dass wir halt jetzt auch zweimal in der Woche Torwarttraining haben, ist halt was ganz anderes als vorher. Wir können uns viel besser weiterentwickeln. Wir haben gefühlt jede Woche eine neue Übung, aber wiederholen auch gute Übungen. Also ist auf jeden Fall ein Sprung, den wir alle, glaube ich, gemacht haben durch dieses halt gezielte Torwarttraining. Forciert er eigentlich auch den Konkurrenzkampf zwischen euch? Das schon. Also unser Lieblingsspiel ist halt Memory zum Einstieg und sowas. Also da haben wir schon ordentlich Konkurrenz drauf drin. Und dann halt bei den Übungen oder sowas, wenn es mal so 1 gegen 1 geht, Ball erobern oder sowas. Also wir arbeiten auch schon gegeneinander. Was ist eure Hassübung? Da kommt schon der Nächste. Komm gerne in unsere Mitte. Hi. Hast du eine Hassübung? Wir diskutieren gerade. Oh, es ist schwierig. Also Reaktion ist immer ziemlich blöd. Also vor allem, wenn man da ganz alt aussieht. Oder auch Ausdauer, da sehe ich auch oft nicht gut aus. Und du hattest, wie viel Kilo hattest du drauf, diese Weste an? Ja, ich weiß nicht, wie viel das genau sind. Ich glaube 10 Kilo oder so. Und ja, also ist halt auch ganz gut, damit man halt auch ohne die Weste schneller ist. Wenn man es mit Weste trainiert, ist es ohne Weste natürlich einfacher dann. Und, ja. Haben wir die noch hier? Dorian, haben wir die Weste noch hier? Hui, Freunde, das ist ja mein halbes Körpergewicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt schusssicher. Ja, das muss man mal sagen. So, das war's von heute. Schnell die Abmoderation. Dorian, komm gerne in unsere Mitte. Was bringt die jetzt, diese Weste? Diese Weste soll die Bewegung einfach ein bisschen erschweren. Das sind 10 Kilogramm. Und natürlich auch, wenn man einen Absprung macht zum Beispiel, dann ist der viel schwieriger, als wenn ich das ohne Weste mache. Und dementsprechend muss ich mein Körpergewicht ganz anders verlagern und ganz anders abspringen. Ja, und dementsprechend ist es so, dass da auf jeden Fall dann Effekt auch hoffentlich bei der Sprungkraft bei rumkommt. Also, ich sehe schon, da ist überall ein Gedanke dahinter. Du bist zufrieden, ihr seid erschöpft, deswegen geht ihr jetzt unter die Dusche. Du gehst wieder an den Schreibtisch zum Konzipieren der nächsten Übungen. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht, um zu sehen, was aus euch allen noch so wird. Das war mein Besuch bei Dorian und der A-Jugend des THW. Bis zum nächsten Mal, ciao. Das Torwarttraining beim THW Kiel mit Dorian, oder sollten wir besser sagen Torian, passt ja eigentlich vom Job eigentlich noch ein bisschen besser. Liebe Grüße, lieber Dorian, und für alle, die das Video sich nochmal angucken wollen, das Ganze gibt es natürlich auch morgen dann hier im Real Life nochmal auf Sprungwurf TV, das Video einzeln morgen Abend bei Radio Vom auf der Facebook-Seite. Jetzt kommen wir zum Tagesgeschäft, zur SH-Liga der Damen und damit zu euch. Die Kieler Nachrichten haben vor dem Saisonstart geschrieben, Mönckeberg Schönkirchen, das ist der Top-Favorit in der Schleswig-Holstein-Liga. Jetzt gucke ich in die Tabelle und sehe, ihr seid Fünfter. Ist es denn jetzt ein verpatzter Saisonstart oder einfach eine falsche Prognose der Kieler Nachrichten? Ja, also einen verpatzten Saisonstart würde ich nicht sagen. Wir hatten ja jetzt schon die ersten 3 Spiele, die ziemlich gut gelaufen sind. Das Spiel gegen Preetz danach lief leider nicht so gut. Hätte besser laufen können. Aber wir hatten auf jeden Fall in den ersten 3 Spielen echt starke Gegner und da hätte man nicht unbedingt damit rechnen müssen, dass wir das auch gewinnen. Insofern können wir da echt froh sein und sind auch stolz, dass wir das gewonnen haben. Ich finde, so einen richtigen Favoriten gab es sowieso gar nicht im Vornherein, weil ich der Meinung bin, oder wir als Mannschaft auch der Meinung sind, dass es viele gleich starke Mannschaften gibt und dass es viele Mannschaften gibt, die das auch irgendwie als Meister nachher schaffen könnten. Das wird auf jeden Fall ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende. Insofern, ja, wir sind gespannt. Wir hoffen natürlich und unser Ziel bleibt weiterhin der Aufstieg, aber das wird auf jeden Fall noch eine harte Arbeit. Tatsächlich war das ja eigentlich auch eine ziemlich gemeine Frage, müssen wir sagen. Denn ich meine, 6:2 Punkte, das ist ein überragender Start. Und wir können mal ganz kurz hier in die Tabelle schauen und sehen,
Sühlfeld hat auch wie ihr 2 Punkte abgegeben, hat aber schon 10 auf der Habenseite. 7-1 Punkte, Altduven steht, Lindewitt und Preetz dahinter. Aber das ist ein völlig verzerrtes Bild. Daher sagt auch euer Platz 5 doch eigentlich überhaupt noch nichts aus, oder? Nee, ich würde auch sagen, also wir sind ja jetzt echt noch in den Anfängen der Saison. Insofern ist da, glaube ich, noch alles drin. Und wie du ja selbst auch sagst, es fehlen halt noch einige Spiele auf einigen Punktekontos. Insofern bleibt das noch abzuwarten und da ist noch alles drin, denke ich. Warum ist das so verzerrt? Also am Anfang der Saison wurden viele Spiele verschoben. Ich weiß nicht, was da genau so der Auslöser war. Ich glaube, viele Mannschaften hatten irgendwie Verletzungspech oder Krankheiten und insofern wurden viele Spiele nach hinten verschoben und insofern werden die wohl in naher Zukunft noch nachgeholt werden, denke ich. Wir sehen Sühlfeld auf 1. Ist Sühlfeld so stark, 10-2 Punkte? Wie ist Sühlfeld einzuschätzen? Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall sehr stark. Wir kennen sie jetzt noch nicht richtig, aber das sagt ja schon auf jeden Fall auch viel aus. Wir haben auch gehört, dass sie zum Beispiel eine Torhüterin aus der ersten Liga dazu bekommen haben und ist auf jeden Fall ein sehr starker Gegner. Einziges Spiel am Wochenende gewesen in der SH-Liga. Ja. Einmal wurde tatsächlich gespielt, Sühlfeld gegen Herzhorn, 22-19. Da haben wir es auch noch grafisch einmal unterlegt. Also Sühlfeld erster, Altduven steht, auch letzte Saison bärenstark gewesen. Wie war eure letzte Saison? Viele Ups, aber auch Downs. Also im Endeffekt waren wir im Mittelfeld, war okay, hätten uns tatsächlich mehr erhofft, aber irgendwie am Ende hat sich das dann doch nicht so ergeben. Also waren schon ein bisschen enttäuscht, aber dafür diese Saison, ne? Daher auch der Trainerwechsel im Sommer? Nein, nicht deswegen. Sven hat aus privaten Gründen aufgehört und Bernd hat sich dann dazu bereit erklärt, das mit uns weiterzumachen und ja. Und das ist dein Papa. Wie ist es so, unter dem eigenen Vater zu trainieren? Tatsächlich ist es für mich gar nichts Unnormales, weil ich ja echt die ganze Jugend, also seit ich denken kann ungefähr, ihn als meinen Trainer hatte. Dann eben die 4-5 Jahre, die Sven uns jetzt trainiert hatte, war jetzt sozusagen Pause. Aber sonst hatte ich ihn immer als meinen Trainer. Insofern kenne ich das gar nicht anders. Und ich glaube auch die Mannschaft, viele aus der Mannschaft kennen es auch gar nicht anders. Insofern gab es da bisher auch noch nie Probleme. Und wir kennen es halt auch, dass wir, selbst als er nicht Trainer war, haben wir halt zu Hause am Esstisch gesessen und darüber geredet. Insofern hat sich da eigentlich nichts geändert. Also er kannte euch eigentlich auch aus dem FF? Ja, auf jeden Fall. Also. Und wie ist es jetzt? War es früher so, dass du dann nach Hause gekommen bist und gesagt hast, boah Papa, jetzt haben wir wieder gewonnen? Und so lief das und ich habe so und so viele Tore geworfen. Und jetzt kommt er nach Hause und sagt, boah, Trina hat so und so viele Tore geworfen. Er war ja immer dabei. Ja, genau, also er war halt, selbst als er nicht Trainer war, halt auch immer als Zuschauer dabei. Insofern haben wir uns ja eigentlich genauso wie jetzt auch danach da halt ganz normal drüber ausgetauscht. Und mittlerweile komme ich auch gar nicht mehr nach Hause, weil ich ja nicht mehr zu Hause wohne. Aber wenn man darüber redet, ist es tatsächlich nicht anders. Also das klappt. Und ist er mit dem Saisonstart zufrieden? Ja, ich denke, wie wir. Also die ersten 3 Spiele auf jeden Fall, da hätte man sich das echt, glaube ich, nicht besser erhoffen können, vor allem trotz des kleinen Kaders, den wir zurzeit haben, mit den leider Verletzten. Aber klar, das Preetz-Spiel, das knabbert, glaube ich, noch an allen von uns ein bisschen. Da wird er auch nicht mit zufrieden sein, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten und freuen uns aber schon auf das Rückspiel, dass wir da hoffentlich dann auch wieder ein bisschen kontern können. Das dann in der Rückrunde. Wir können mal ganz kurz auf ein paar Transfers von euch schauen, denn es gab ja auch auf dem Feld ein paar Veränderungen im Sommer. Da haben wir hier mal die Liste dazu und Abgänge. Und vielleicht könnt ihr da 1-2 Sätze zu sagen. Ja, also wie man sieht, auf jeden Fall 3 von denen, die nach Grundshagen 2 gegangen sind. Eigentlich sind es aber alle Abgänge sind gegangen, um mehr Spielpraxis zu bekommen. Doch das waren eigentlich so die Hauptgründe. Und umso froh sind wir, dass wir dann die 3 Neuzugänge bekommen haben, über die wir uns sehr freuen, die uns jetzt unterstützen. Was spielt ihr für einen Handball? Erzählt uns kurz. Ist das eher der Tempo-Handball oder eher der
Wir warten ab und spielen die Angriffe lang aus, um dann plötzlich eine Überraschung aus dem Hut zu zaubern. Gar nicht. Wir schließen sehr schnell den Angriff ab, finde ich. Okay. Also wir sind immer sehr konzentriert in der Abwehr, dann geht es aber nach vorne in den Angriff und gefühlt sind das so 10 Sekunden, das ist schon wieder vorbei. Okay. Also der Gegner hat mehr Ballbesitz, aber ihr gewinnt. Genau. Nein, also wir sind wirklich, wir schließen immer sehr schnell ab, aber schon mit Bedacht. Ne? Also es ist schon, ja, doch, das ist irgendwie unsere Taktik. 6:2 Punkte, Preetz 6:0 Punkte, das ist ja die Frage, deswegen sprechen wir, oder habt ihr es auch schon mal angedeutet, das ist ja ein ganz besonderes Spiel, weil ihr euch eigentlich alle sehr gut kennt, auch aufgrund der lokalen Nähe. Es ist ein Kreisderby, dann auch jetzt noch, seitdem die Pandas aufgestiegen sind, in einer Liga. Wie war es letzte Saison? Gegen die jetzt? Mhm. Ja, haben wir im Hinspiel auch verloren, auch auswärts bei denen. Und im Rückspiel haben wir unentschieden gespielt. Ja, genau. Ja, jetzt diese Saison auch Hinspiel auswärts gehabt, leider auch verloren. Aber auch, muss man auch sagen, absolut verdient verloren. Die haben einen super starken Tag gehabt und bei uns lief gar nichts. Also mental wie kraftmäßig. Also wir wissen auch bis heute nicht, was da so richtig los war. Waren auch sehr enttäuscht danach natürlich, aber haben uns jetzt wieder aufgerafft und wir freuen uns auf das, auf die Revanche natürlich als Heimspiel dann auch noch. Preetz zu 0 Punkte, das war auch in den Kieler Nachrichten, die stützt mich heute mal auf die Zeitung, die geschrieben hat, Mönckeberg, Schönkirchen und Preetz, das sind eigentlich so zwei der Favoriten. Ihr sagt, ihr habt gar nicht so wirklich die Mannschaft, die heraussticht. In der letzten Saison war es ja Heide. Ja. War Heide so unschlagbar? Naja, gegen uns haben sie unentschieden gespielt, ne? Wir waren die einzige Mannschaft, die das irgendwie hinbekommen hat. War sehr schwer gegen sie, auf jeden Fall. Es ist ja einfach eindeutig gewesen, sie hatten nur einen Minuspunkt. Da waren wir hatten so eine super Motivation an den Spielen, das hat irgendwie geklappt. Im Rückspiel haben wir auch fast gewonnen, also es war auch nur eine Sekundenentscheidung irgendwie. Aber die waren schon wirklich herausragend, das kann man sagen. Ja. Jetzt mal schauen, also wir haben gerade schon gesehen, Altuven steht, Lindewitt vorne mit dabei, dann Preetz und ihr. Und ihr habt die Niederlage von Preetz aber, glaube ich, schon wieder verdaut, weil im Pokal habt ihr wieder abgeliefert. Ja, sowas muss man schnell hinter sich lassen, da darf man nicht so lange dran knabbern. Und gegen Herzhorn war dann die Motivation auf jeden Fall wieder voll da und Bernd hat eine gute Ansprache gehalten. Das hat uns echt motiviert und hat dann auch wieder Spaß gemacht auf jeden Fall. Zum Pokal kommen wir gleich noch mit allen Spielern und Spielen aus Damen und Herren. Jetzt kommen wir zu unserem Medical-Partner Krivat, der uns jede Woche die Übung der Woche präsentiert, damit wir alle fit und gesund bleiben. Moin und herzlich willkommen bei Krivat Sport mit der Übung der Woche. Unsere Übung der Woche ist heute der Drop Squat. Das heißt, wir sind im Endeffekt einfach im Stand, im Schulterbreiten und gehen dann in den Squat. Explosiv. Und das heißt, nach dem Motto Attack the Ground, also nicht, dass wir den Boden zu uns kommen lassen, sondern wir den Boden attackieren. Ja, also schön schnell runter, stabil stehen dabei, Körperspannung vorher aufbauen und beim Kommando HEP geht es dann runter, ja, und halten. Ja, und HEP! Jawohl. Ja, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. HEP! Ja, wunderbar. Genau. Glutealmuskulatur wird aktiviert durch diese Übung. Ja, und wie gesagt, die Körperspannung wird aufgebaut und das aktiviert wieder den gesamten Bewegungsapparat, sodass ihr diese Übung super auch in der Vorbereitung für einen Lauf oder für jegliche Belastung nutzen könnt. Viel Spaß beim Mitmachen. So, Krivat Sports mit der Übung der Woche. Vielen Dank wieder, damit wir alle fit und gesund weiter durch den Tag gehen. Wie oft trainiert ihr unter der Woche? Offiziell 2-mal, aber also viele von uns machen auch noch ein 3. Mal einfach ein Krafttraining für sich, ja, so dass wir auf unsere 3-mal eigentlich schon kommen. Wir gucken mal auf die Tabelle der SH-Liga der Herren. Da spielen ja auch eure Herren sozusagen aus dem Verein, gerade aus der Oberliga runtergegangen. Ist für euch eigentlich Oberliga schon mal so in den Hinterköpfen gewesen, wenn alle schon von außerhalb sagen, boah, die sind richtig gut? Von uns jetzt? Also sagt ihr das? Wir wollen so in 1-2 Jahren mal hoch. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch unser Ziel, dass wir jetzt nächste oder diese Saison den Aufstieg schaffen. Insofern ist Oberliga schon angepeilt. Okay, und daran wollt ihr sozusagen auch gemessen werden? Ja, müssen wir dann, ja. SH-Liga der Herren sehen wir HSG Mönckeberg Schönkirchen 8:2 Punkte auf Rang 2. Das ist doch auch ein wirklich guter Start, oder?
Ja, ich glaube, da kann man auch nicht meckern. Also bisher ist das, glaube ich, ganz gut bei denen gelaufen. Bei der letzten Niederlage, das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht gesehen, das Spiel. Ja, ist wahrscheinlich... Bei Nord ein F? Auswärts? Ja, stimmt. Ist wahrscheinlich ähnlich blöd gelaufen wie bei uns gegen Preetz. Ja. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet, was mir so auffällt. Es ging im Gleichschritt. Die Jungs haben alles gewonnen, ihr habt alles gewonnen. Jungs wieder gewonnen, ihr wieder gewonnen. Jungs verlieren, ihr verliert. Habt ihr euch abgesprochen? Ja, bisher eigentlich haben wir uns nicht abgesprochen. Wenn es so weitergeht, dann hoffen wir natürlich, dass die Männer auch weiterhin alles gewinnen werden, damit das bei uns auch so läuft. Aber ja, sonst. Also im Optimalfall wäre es dann Mönckeberg zweimal Oberliga irgendwann mal. Genau, das wäre halt so perfekt, ne? Das wäre so der Wunsch von uns. A-Jugend spielt, glaube ich, sogar schon Oberliga, wenn die ich das richtig im Kopf habe. Also die Jungs? Mhm. Ja, kann gut sein. Unter Howie Scharf. Also wir sehen, beste Mannschaft bislang zu 0, Tab Wanderup mit 10-0 Punkten. Also bislang unschlagbar. Siever steht auf 3 als Aufsteiger, sehr, sehr stark. Dahinter Britt steht und Kronzhagen. Und ganz unten Milz steht, punktgleich noch mit Horst. Stockelsdorf, ganz unten Altenholz 2. Das ist die SH-Liga der Herren. Da ist an diesem Wochenende kein Spiel gewesen, aber am kommenden Wochenende, für alle, die noch Bock haben, am kommenden Woche in die Hallen zu gehen, 13.10. 19.30 Uhr, Stockelsdorf, dann gegen den TSV Mildstedt. Und dann runden wir das Ganze ab und schauen schnell in die Oberliga der Herren. Da gab es ein Spiel tatsächlich am Wochenende. Ellerbeek, die Alligators haben gespielt gegen Eiderhade und einen Heimsieg eingefahren, 28-26. Das Aufsteigerduell, und wenn wir da in die Tabelle gucken, sehen wir, dass trotzdem beide Aufsteiger hervorragend in die Liga gekommen sind. Ellerbeek jetzt sogar punktgleich mit Hürup auf Rang 4 und Eiderhade immer noch 6. Also ein sehr, sehr starker Start. Wir kommen in die Oberliga der Frauen. Da wurde nicht gespielt, aber wir gucken mal ganz schnell in die Grafik, in die Tabelle, denn da ist tatsächlich auch der Aufsteiger, der euch sozusagen in der Liga verlassen hat, immer noch überragend. Also ich weiß nicht, ob denen jemand gesagt hat, als Aufsteiger sollst du eigentlich mal gucken, ob du in der Liga ankommst. Nein, sie marschieren einfach durch. 10-0 Punkte vor AMTV Hamburg, eigentlich als Topfavorit, glaube ich, so in die Liga gegangen. Oder wie seht ihr das? Ja, hätte ich auch gedacht, ja. Dahinter Tolé, Todesfelde, Laetzen ganz unten, Esingen, Wilhelmsburg und Holstein Kiel, Kronzhagen. Aber auch da sehen wir schon, das Bild ist ein bisschen verzerrt. Einige Mannschaften immer noch tatsächlich mit einigen Spielen mehr oder weniger. Stockelsdorf gegen Wilhelmsburg, das ist am kommenden Wochenende, am 13. Oktober. Also quasi ein Doppelspieltag in Stockelsdorf, Herren und Frauen spielen. Das also die Oberliga. Wir kommen mal ganz kurz nochmal jetzt direkt zu euch, nicht nur zur Mannschaft. Ihr kennt euch schon extremst lange, weil im Grunde ist es heute auch so ein bisschen Familientreffen, oder? Warum? Löst es auf. Ja, Janne und ich sind in gewissermaßen verwandt. Und zwar sind unsere Onkel, die... Sag du mal. Also, mein Papa hat einen Bruder. Das ist also Herr. Dein Onkel? Ja, genau. Und der ist verheiratet mit der Schwester von ihrer Mama. Also mit deiner Tante. Also, ja, genau. Und das ist dann mein Onkel, ihre Tante. Und wir haben quasi die gleichen Cousins dann. Und der spielt wiederum bei WIFT Neumünster? Ja, genau. Torben Plön, ja. Ach, guck mal, so klein ist die Welt. Viele Grüße. Ja, genau. Also, liebe Grüße. Jetzt haben wir es. Onkel und Tante sind verheiratet. So. Ja. Jetzt haben wir es aufgelöst. Wir bräuchten immer so einen kleinen Stammbaum hier. Ja, ja. Und wie lange spielt ihr schon in einer Mannschaft? Ich bin 2008 nach Mönckeberg gekommen, ja, 10 Jahre. Ja. Du hast uns einen Steckbrief mitgebracht. Ja. Und da sagst du zum Thema, darum spiele ich Handball. Ich bin mit dem Sport aufgewachsen. Ich liebe das Mannschaftsgefühl und es ist einfach die beste Sportart. Wann hast du angefangen? Mit 6. So jung? Ja. Genau. Und seitdem dem Harz nicht abgeschworen? Nee, auf keinen Fall. Position, Rückraum, wer wirft von euch mehr Tore? Ich finde es ziemlich abwechselnd tatsächlich. Okay. Das ist schon... Wir gucken mal auf den Steckbrief von Trine. Auch eigentlich Katharina. Ja. Wie kommt es zum Spitznamen Trine eigentlich und nicht Trina?
Gute Frage. Ja, also meine Tante, die Tante, die eine besagte Tante, hat mich früher immer Trine Trullala genannt. Wie sie darauf kam, weiß ich tatsächlich auch nicht. Trine Trullala. Ja, und seitdem, ja, bin ich dir nicht mehr losgeworden. Den Namen Trine, das Trullala fiel dann weg. Warum eigentlich? Guckt dein Papa zu, so für die Mannschaft zu, so nächste Woche? Trullala, du gehst ins Zentrum. Ah, das können wir das streichen. Wir schneiden es raus. Ja. Wir schneiden es raus. Durch meine Familie, sagst du, kam ich gar nicht mehr an der Sportart vorbei. Und es macht einfach Spaß, als Mannschaft ein Ziel zu verfolgen. Sind auch bei dir eigentlich alle dann Handball verrückt? Ja, tatsächlich alle. Also mein Papa hat ja früher sogar schon meine Mama trainiert. Also da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Meine Schwester spielt auch Handball. Und ja, mein Cousin, meine Tanten, ungefähr alle in der Familie spielen Handball. Es war also eigentlich nur ein logischer Schritt. Ja, genau. Also es ging eigentlich gar nicht anders. Aber es ist ja auch, also ich freue mich auch darüber. Es ist ja nicht so, dass ich gezwungen wurde, Handball zu spielen. Nein, auf gar keinen Fall. So war es tatsächlich auch nicht gemeint. Wir haben natürlich, und das ziehen wir jetzt an dieser Stelle vor, wie jede Woche ein Spiel, das härteste Handballspiel des Nordens. Es ist tatsächlich ein Wissensspiel, aber über euch. Wir haben uns ein paar Fragen überlegt und wir wollen von euch, weil ihr euch so gut kennt, ein paar Fragen genauer wissen. Und ihr bekommt hier beide einen Zettel und auch einen Stift. Wir bräuchten noch einen zweiten Stift aus der Regie, bekomme ich hier reingereicht. Es ist unglaublich, dieser Service. Vielen Dank. Und jetzt gibt es ein paar Fragen und ihr schreibt jeweils die Antwort auf, von der ihr glaubt, dass es die richtige ist. Es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten, Trine oder Janne. Okay. Frage 1. Wer von euch beiden kann besser kochen? Ich weiß, was du schreibst. Und let's go. In die Kamera halten. Janne sagt Trine. Und was sagst du? Ich sag Janne. Ja. Also ein Unentschieden. Ihr kocht beide gleich hervorragend. Ja, wir kochen halt immer zusammen. Ihr müsst noch das Mikro bedienen. Es wird zusammen gekocht. Wir wurden gerade allesamt zum Kochabend eingeladen. Klar. Was kocht ihr uns? Schön Auflauf. Spaghetti Bolo mit Käse überbacken. Oder Lasagne. Okay. Spaghetti Bolo klingt gut. Das klingt schmeckt gut. Auch. Das schmeckt immer. Okay, zweite Frage. Wer von euch beiden sprintet schneller? Michael, du scheinst mit den Fragen ins Schwarze getroffen zu haben. Das ist eindeutig. Beide sagen Trine. Auch wenn es bei mir tatsächlich immer sehr langsam aussieht. Ja, also alle sagen zu mir immer, ich soll nicht so traben, aber... Da kommt man nicht hinterher. Ist ganz witzig. Okay, stark. Dann bleiben wir nochmal im Sportbereich. Wer von euch beiden springt höher? Sprungwurf TV. Markenplatzierung, Werbung. Ich hab's keinen geschrieben. Was hast du geschrieben? Janne. Beide Janne? Janne. Okay, also du sprintest schneller, während genau. Du einfach in der Zeit... Das Känguru. Hervorragend. Eine Frage machen wir noch. Was würdet ihr sagen, wer von euch beiden ist erfolgshungriger? Nachdenkliche Blicke, meine Damen und Herren, am Montagabend live bei Anwurf. Die Sendung mit den wirklich schwierigen Fragen, den wirklich spannenden Fragen. Wir bräuchten noch so eine Hintergrundmusik. Ich könnte noch fragen, wer von euch kann besser singen? Beide raus. So, was antwortet ihr?
ich habe beide geschrieben. Ich habe Janne geschrieben. Beide, das war keine Antwort. Und du hast Janne geschrieben. Das war nochmal die Frage. Was, wer ist erfolgshungriger? Wer ist erfolgshungriger, war die Frage. Ja. Gleichstand. Gleichstand, das ist ein Unentschieden. Das ist ein Unentschieden. Hervorragend. Vielen Dank an dieser Stelle. Das war nochmal die Frage. So, und wir retten die gute gleich gibt es noch Community-Fragen. Oh, okay. Das wird dann wirklich eine ganz harte. Da ist es vorbei mit dem Spaß und der guten Laune. Vorher aber bewahren wir die gute Laune in die Sendung hinein und erinnern uns an letzte Woche zurück. Da war David Fleig von Aida Hade hier. Und wir sind in der Pre-Show auf Instagram vorher, wo wir jede Woche eine halbe Stunde vor der Sendung nochmal live gehen. Unter @fantastisch. Da sind wir auf einen Song gekommen, wegen seines Nachnamens Fleig, I Believe I Am Fleig. Und er hat dann gefragt, das musst du mir nochmal auf der Ukulele vorspielen. Gesagt, getan. Ich habe ihn unter der Woche besucht. So, wir sind jetzt hier vor der Zentrale der Handballcamps. Wer gestern Abend Anwurf gesehen hat bei Sprungwurf TV, der hat gesehen, David Fleig war zu Gast in unserer Sendung und vorher auf Instagram Live. Da ist es zu folgender Szene gekommen. Ich habe dir übrigens einen Song geschrieben. Ich habe den Song geschrieben, I Believe I Am Fleig. I believe I can touch the sky, I play it Aida Hade every night and day. Das möchte ich einfach mal live hören. Ja, wir werden es live. So, und jetzt sind wir also hier und natürlich, wie versprochen, die Ukulele ist dabei und wir wollen David Fleig jetzt überraschen bei der Arbeit und ihm I Believe I Am Fleig vorsingen. Tassilo filmt. Mal schauen, wo er ist. Da ist David Fleig. Na? Welcome, du bist live bei Radio Von. Ich bin live? Ja, klar. Magst du einmal halten? Ja, ich kann halten. Ich muss das Versprechen noch einlösen. Ach so, stimmt. Du musst dann für mich singen. Bist du bereit? Ich bin bereit. I believe I'm Fleig. Freunde nennen mich auch TD2. Ich spiel Ballade every night and day. Doch jetzt geh ich einen neuen Way. Ich brauch einen neuen Club. Der gibt mir nochmal einen neuen Schub. Doch der heißt Atletico Bukage. Und glaub, dass ich den Schritt wage. Doch der ist wirklich gut. Das erfordert wirklich Mut. I believe I am Fleig. Das ist stark. Das war David Fleig. Wann kommt der Wechsel zu Atletico Bukage? Hoffentlich nächsten Sommer. Ich gebe alles. Vielen Dank nochmal, dass du in der Sendung dabei warst. Sehr die könnt ihr euch angucken, unbedingt auf Anwurf, auf Sprungwurf TV Anwurf jetzt nochmal angucken. Bis dann. Ciao. Ciao. I believe I am Fleig, David Fleig von Aida Hade. Ein kleines vom Plugged, wie wir die ganze Rubrik genannt haben, die wir jetzt einführen. Wenn ihr auch jemanden kennt, der unbedingt mal ein kleines Ständchen von mir mit der Ukulele, mit Uku, der Ukulele bekommen soll, dann schreibt uns gerne, auch gerne jetzt in die Kommentare. Verlinkt euch und dann kommen wir mit Anwurf. Definitiv vorbei. Jetzt kommen wir zu unserer wöchentlichen Rubrik des Telefoninterviews und rufen an der Westküste an, der TSV Büsum in der Landesliga. Wir sind jetzt gleich verbunden mit Thomas Schmidt. Rufen den Büsum-Coach mal an. Laut. Ja, hallo, Thomas Schmidt. Moin, moin, Thomas. Hi. Grüße gehen raus. Moin, das Büsum. Wunderbar, jetzt klappt die Verbindung. Ja. Ich möchte dir gratulieren zum Pokalsieg. Wir wollen ein bisschen über den Pokal sprechen, denn ihr habt in Kalkberg gewonnen. Richtig. Wie war es? Erzähl es uns. War auch eine gute Leistung von uns. Die ersten beiden Saisonspiele waren wir nicht so stark, aber dann beim KMTV und dann auch in Kalkberg war es deutlich besser. Und da haben wir auch verdient gewonnen. Es fehlte allerdings, glaube ich, der stärkste Spieler bei Kalkberg. Aber trotzdem, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Haben wir verdient. Jetzt seid ihr im Viertelfinale. Wie weit sind eure Ambitionen eigentlich? Ja, zunächst mal hätten wir ja alle mal einen Gegner gerne gehabt, gegen den wir noch nicht gespielt hätten oder haben. Bei der Hade hatten wir in der Saisonvorbereitung im August haben wir gegeneinander gespielt, also da wissen wir schon, was uns da erwartet. Wir gucken uns gerade hier mal die Begegnung in der Grafik an. Also Aida Hade ist euer Gegner aus der Oberliga. Ich denke, vom Papier her ist die Lage klar. Aber ich meine, wie sagt man so schön, Stichwort Phrasenschwein, im Pokal ist alles möglich. Ja, alles muss erstmal gespielt werden. Aber wir wissen, was uns erwartet.
wie gesagt, wir haben im August in der Saisonvorbereitung gegeneinander gespielt. Du sagst, gerne hättet ihr vielleicht mal jemanden gehabt, den ihr noch nicht kennt, aber vielleicht ist gerade das euer Vorteil. Möglicherweise, schauen wir mal. Ah, an Westküsten-Understatement nennt man das. Ja. Dann kommen wir mal zur Liga. Da habt ihr schon gegen Eiderharde 2 gespielt und gewonnen. 2 Siege, 1 Niederlage in der Landesliga. Wie zufrieden bist du? Ich würde sagen, mittelmäßig. Die ersten beiden Spiele waren noch nicht so prickelnd von uns. Eins haben wir glücklich gewonnen gegen Eiderharde. In Mönckeberg hat es uns dann erwischt. Aber wie eben schon mal gesagt, also gegen Kieler MTV war ein deutlicher Aufwärtstrend zu sehen. Und dann kam das Pokalspiel gegen Kalkberg. Das war auch gut. Ja, und jetzt sind wir gespannt, wie es nach den Herbstferien weitergeht. Gegen Jablon spielen wir dann. Letzte Saison war es ja bei euch ein absolutes dramatisches Finale mit sogar noch Relegation quasi hintendran und dann ganz, ganz kurz vor Schluss noch der Knockout. Inwiefern haben die Jungs das verkraftet und inwiefern greift ihr jetzt neu an? Also ich glaube, wir haben das schon ziemlich gut verkraftet, weil unterm Strich muss man sagen, dass das alles sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die letzte Saison und auch die Endphase, auch wenn es alles knapp war und gegen uns ausgegangen ist, aber trotzdem, es hat also sehr, sehr viel Spaß allen gemacht und ich glaube, wir haben uns da jetzt auch schon wieder eingefunden in die neue Saison und ja, haben dieses Erlebnis gehabt und es war unterm Strich wirklich positiv, das muss man einfach sehen. Wir reden heute schon den ganzen Abend über verzerrte Tabellenbilder, das gilt auch für die Landesliga Nord, ich gucke da gerade mal rauf, Kremperheide 8-2, ihr habt 4-2, warum habt ihr so wenig Spiele bislang absolviert? Wedding steht und Ohrstedt haben vor der Saison schon darum gebeten, die Spiele zu verlegen. Und die finden jetzt zum Teil im Oktober statt und auch im November. Deshalb sind wir so ein bisschen hinterher jetzt. Ist das blöd, wenn man so lange zu Saisonbeginn Pause hat oder eigentlich gut, weil man erstmal so ein bisschen abwarten kann und guckt, was die anderen so machen? Nö, also ich würde schon sagen, wir hätten auch gerne gespielt. Das hat man ja schon gesehen am Anfang. Die anderen Mannschaften haben schon gespielt. Wir hatten dann wieder eine Pause da drin. Also wir hätten schon gerne gespielt, weil wir nach der Vorbereitung natürlich auch heiß waren zu spielen. Aber wir haben zugestimmt und alles okay. Dann letzte Frage. Stichwort Saisonziel. Wie schwer wird es, die Leistung der letzten Saison zu bestätigen oder gar besser zu werden? Ja, von der Tabellenplatzsituation, glaube ich, mit Kremperheide und Ohrstedt sind 2 starke Mannschaften dazugekommen, auch vielleicht mit Altduvenstedt. Ich sehe das schon, dass wir so unter den ersten 5-6 Mannschaften sein werden, wenn es gut läuft und wenn wir wieder so einen Lauf haben wie in der letzten Saison, geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Dabei wünsche ich euch alles Gute, lieber Thomas. Ich glaube, du wirst Schmiddel genannt, oder? Ja, genau. Wie? Ja, dann nenne ich dich jetzt auch Schmiddel. In diesem Sinne, lieber Schmiddel, grüß die Jungs, alles Gute rüber an die Küste. Alles klar, danke dir, bis dann. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal, ciao. So, Schmiddel war das vom TSV Büsum. Und das war die Landesliga, eine Liga drüber natürlich, die Schleswig-Holstein-Liga, aber auch im Süden die Hamburg-Liga, wenn man so will. Und zack, haben wir die Überleitung zur Hamburg-Liga. Wir gucken mal schnell auf Tabelle und was so ansteht, Hamburg-Liga der Herren, denn da geht es am Wochenende richtig zur Sache. In der kompletten Hansestadt kann am Wochenende Handball vom Feinsten angeschaut werden. Das ist die aktuelle Tabelle. Fischbeck führt 7-1, nicht wirklich überraschend. Barmbek 2 dahinter, ganz unten. Das ist sicherlich überraschend. HTS Halstenbeck, dahinter AMTV und St. Pauli 2, AMTV 2 und St. Pauli 2. Das sicherlich in gewisser Hinsicht überraschend. Und jetzt schauen wir, was am Wochenende so geht. Wo könnt ihr euch in den Hallen am Wochenende rumtreiben? Also zum Beispiel in Barmbek. Barmbek 2 spielt gegen Hamburg Nord 2. Dann THB Hamburg 03 gegen Pinnau. Albeck hat St. Pauli 2, AMTV hat HTS und Skala spielt gegen Norderstedt. Das unbedingt vormerken, das also bei den Herren, aber auch bei den Damen wird ordentlich geworfen. Da gucken wir jetzt mal ganz schnell drauf auf die Tabelle der Damen. Sehen Buchholz-Rosengarten 2, marschiert vorneweg, punktgleich mit
Eilbeck, auch Altona noch zu null, auch wenn ein Spiel weniger. So, dann haben wir Hamburg-Barmbek, Moriger SV und AMTV 2 ganz unten im Tableau. Und schnell gucken wir auf die Ereignisse für das nächste Wochenende. Also Eilbeck gegen Norderstedt, das wird sicherlich sehr interessant. An Wansetal, Ahrensburg, es gibt so viele Spiele. Altona auswärts, Eimsbüttler TV ganz unten. Hamburg Nord hat den Tabellenführer zu Gast. Also sehr, sehr viele interessante Spiele. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und alle, die auf der Platte stehen, bleibt unbedingt verletzungsfrei. So, jetzt kommen wir zur härtesten Fragerunde in Handball Schleswig-Holstein und Hamburg mit Trine und Janne von der HSG Mönckeberg-Schönkirchen. Ihr habt auf Instagram und auf Facebook Fragen eingeschickt, vor allem auf Instagram unter @fantastisch. Da richten wir immer so einen Fragebutton vor der Partie ein. Und da könnt ihr Fragen stellen an die Mädels und Jungs, die hier jede Woche zu Gast sind. Und das haben sie fleißig getan. Ich hoffe, ihr seid bereit. So, Geo Bila fragt, gewinnt ihr im Pokal? Gegen wen spielt ihr überhaupt im Pokal? Uns hat jetzt TSV Ellerau getroffen. Können wir, glaube ich, tatsächlich gar nicht einschätzen, weil wir noch nie gegen die gespielt haben. Aber sie scheinen auf jeden Fall ein starker Gegner zu sein, weil die jetzt gegen Schleswig ja auch gewonnen haben. Insofern bleibt das abzuwarten. Wir werden uns auf jeden Fall gut drauf vorbereiten. Mit 2 gewonnen im Achtelfinale. Genau. Wird sehr, sehr spannend. Da haben wir nochmal die Damenbegegnungen für euch aufgelistet. Ja, Jan-TNN fragt nochmal, was war los gegen Preetz? Aber ich glaube, das haben wir ausführlich besprochen mittlerweile. Da brauchen wir nicht so oft drauf rumreiten. Und Franzi FSTRSN mit sehr vielen Konsonanten im Nachnamen. Kennt ihr die? Ja, die ist aus unserer Mannschaft. Das ist Franzi aus eurer Mannschaft. Die fragt, wie steht ihr eigentlich zu Justin Bieber? Oh, wir lieben ihn. Aber für Franzi. JB Love. Also sie liebt ihn. Ja, und wir deswegen auch. Da hätten wir eigentlich ja schon die nächste Kandidatin für einen vom Plugged. Justin Bieber. Was ist ihr Lieblingslied? Einfach rein hypothetisch Cold gefragt. Water? Nee, das sagt andere, mir jetzt überhaupt andere, gar nichts. Let me love you. Ja. Let me love you. Ich hoffe, ja, das stimmt. Ich hab's nicht im Ohr. Also, okay. Ich kenne, was kennt man noch so von Justin Bieber? Man kennt Baby. Noch Baby, oh, das war schon sehr alt. Ja, sein erstes Lied, ne? In der Tat, sein erstes Lied, wie die Experten in der Musikbranche. Wir wechseln das Thema. Und dann grüßt dich noch Loni 2811, dich. Liebe Grüße zurück, Leonie. Wie genauso wie Vivi Dittner und Yannick Well. Die grüßen auch. Auch liebe Grüße zurück. Und unsere Freunde von Atletico Bukage, die haben wir ja letzte Woche vorgestellt bekommen. Das ist eine seriöse Truppe der HSG Eidehade. Die fragt, könnt ihr euch vorstellen, einen Mannschaftsabend mit uns zu verbringen? Warum nicht, ne? So, für alles offen. Da habt ihr es gehört. Man ist in Mönckeberg für alles offen. Gibt es noch eine Frage? Es gibt noch eine letzte Frage. Franzi, again. Oh ja. Franzi fragt noch einmal, hast du Janas Bürste gesehen? Hier haben wir sie auch leider nicht gefunden. Also. Was ist der Insider? Erzählt es uns. Was ja, ist mit Janas Bürste? Jana ist unsere Torhüterin. Die hat ihre Bürste verloren. Und wir gucken jetzt immer überall nach, wo wir uns so sind. Ja. In jeder Halle. Und finden sie halt nicht. Ich glaube, man muss dazu sagen, es ist halt auch... Zeichen vom Y ist auf der Suche. Ist eine besondere Bürste, ja, es ist the one and only Bürste. Ja. Also mit Holzstab. The one and only Bürste. Ja. Sie findet auch keinen guten Ersatz. Deswegen. Die gibt es nur einmal. Ist sie sehr traurig. Ja. Liebe Jana, es tut mir leid. Wir werden einen Aufruf starten auf Radio vom und Sprungwurf, dass wir diese Bürste einfach ganz schnell... Aber ihr hattet ja am Wochenende spielfrei. Seit wann ist die Bürste weg? Wochen schon. Vorbereitung? Nee. Nach dem ersten Spiel oder so war die, glaube ich, verschwunden. Na? Nee, da war die noch da. Nur eine Theorie. Möglich. Nur eine Theorie. Das ist auch alles möglich. So. Das behalten wir definitiv im Hinterkopf. Wir gucken ganz schnell auf wichtige Termine vor dem Wochenende. Unsere Michels Sprungwurf Top 3 Termine, die er jede Woche für uns auflistet, die haben wir zum Teil schon angesprochen. In der Oberliga der Damen wird gespielt, Stockelsdorf gegen Wilhelmsburg haben wir angesprochen. Dann Hamburg-Liga der Damen freut er sich ganz besonders auf Eilbeck gegen Norderstedt. Und Stockelsdorf spielt in der SH-Liga der Herren, also gegen Mildstedt. Letzte Frage.
Social Michel? Gab es Fragen auf Facebook an unsere beiden Gäste oder einfach nur viele Grüße? Viele Grüße und Ibner noch netter schreibt sympathische Mädels. Sympathische Mädels, da hört ihr es. Ich glaube, ihr möchtet aber auch jemanden grüßen. Ja, unsere Mannschaft auf jeden Fall. Aber vor allem Farina Lehmann, die hat da ganz doll drum gebeten. Also viele Grüße. Und sonst hattest du, glaube ich, noch welche, ne? Ja, aber die Wünsche habe ich schon ausgerichtet. Also ich glaube, wir sind durch. Ja. Farina alle, Lehmann fragt, wer ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident? Daniel Günther. Daniel Günther, das ist korrekt. So, das war der politische Bildungsauftrag, den wir damit auch erfüllt haben. Warum fragt sie das? Ja. Ist sie einfach politisch sehr interessiert? Sehr, ja. Jedes Training geht es eigentlich nur um Politik bei ihr, also okay. Nein. Das ist interessant zu wissen. So beim Dribbling. Wer ist denn Bundesratspräsident? Was die Bundeskanzlerin gesagt hat, wie steht ihr dazu? Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Heute eine etwas kürzere Runde, weil am Wochenende eben nicht so viel auf der Platte los war. Vielen Dank euch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja, auf jeden Fall. Danke. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und schaltet nächsten Montag wieder ein, wenn es heißt Anwurf, das Handballmagazin live. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht aus dem Handballwohnzimmer des Nordens sozusagen. Und ich bekomme hier den Feierabendverdienst eigentlich, das Präsent zum Feierabend, reingereicht von einer Bäckerin unseres Vertrauens, gibt es natürlich wieder in guter alter Tradition die Feierabend-Mandelhörnchen. In diesem Sinne, gabt euch wohl, macht's euch muckelig, bleibt gesund und verletzungsfrei. Bis nächste Woche und guten Appetit. Ciao. Oh, ist cool.